zusammen, was geht? Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge All the Mods 3. Heute haben wir wieder mal diesen Void Pro Miner hier zu bearbeiten. Dazu brauchen wir halt erstmal die ganzen restlichen Sachen. Das heißt, die Structure Panels haben wir, soweit ich weiß, ja schon irgendwo mal gehabt. Wo auch immer ich die hingeräumt habe, wir haben die auf jeden Fall schon. Die muss man bloß. Structure Panel nur 18. Okay, eigentlich sollten wir von 20 Stück haben, habe ich gedacht. Wenn nicht, dann machen wir davon halt nochmal welche. Structure Panel, Environmental Tech. Ja, die brauche ich. Fehlen uns noch 2 Stück. Warum fehlen uns da 2 Stück? Steht das nicht. Structure Panel waren doch. Structure Panel, 20 Stück. Ja gut, dann schauen wir mal hier. Structure Frame, Structure Panel. Ja gut, die Dinger sind jetzt nicht so teuer. Dann will ich bloß nochmal hier kurz irgendwo die Dinger brauchen wir und irgendwo sollten wir noch Goldnuggets haben. Eins. Ja, da sollte ein weiteres Ingot reichen. Dann machen wir uns davon nochmal 2 Stück. 2 Structure Panels. Sehr schön, dann haben wir davon jetzt auch 20 Stück. Dann können wir das wieder da reinpacken. Also wieder irgendwo hier rein, so perfekt. Was wir als nächstes brauchen, sind die Structure Frames Tier 1. Jetzt brauchen wir nochmal die Dinger und dafür brauchen wir ganz viel Flint. Ich habe aber nur 12 Flint und wir brauchen dreimal so viel Flint. Das heißt, ich werde den jetzt wahrscheinlich wieder in einem kurzen Zeitraffer die ganzen Stacks, die ich da unten im Inventar habe, alle wegfarmen. Was anderes bleibt uns nicht übrig, dazu stelle ich den hier am besten mal auf normal. Erstmal auf Schnellpass, auf Fast passiert, wissen wir ja. Ja, das ist nicht so ganz gesund. Ich clear aber vorher nochmal die Creeper weg. Tot. So, sehr schön. Und der Rest kann mir jetzt nichts mehr anhaben. Dann haben die sterben gerade alle. Gut, wir sehen uns wieder nach einem kurzen Zeitraffer. Jetzt hätten wir den Flint auf jeden Fall schon mal zusammen. Wir haben auch noch mal deutlich mehr, als wir eigentlich brauchen würden. Wir brauchen nur 48 Stück. Mal 52, auch gut. Und mir ist gerade eingefallen, dass wir hier auch noch irgendwo Flint haben. Ja, da haben wir noch mal 20. Super. Also war das irgendwie alles ein bisschen sinnlos. Dann haben wir jetzt erstmal 12 Stück von denen ein. Haben wir davon nämlich auch 24. Dann machen wir es einmal so. Die 12 in die Mitte. Und dann... Ach komm, machen wir es einfach so. Das war am schnellsten. So, und jetzt haben wir nochmal 48 von den Dingern. Und aus diesen 48 können wir uns dann mit dem In-Concrete, ja, den brauchen wir auch noch. Da brauchen wir erst nochmal Concrete. Packen wir jetzt meinen restlichen Gravel da wieder rein. Den restlichen Nicht-Gravel. Ja, egal. Ihr wisst wahrscheinlich, was ich meine. Genau. Und dann machen wir uns nochmal Concrete. Und wo sollten wir noch Ink-Sacks haben? Da. Ein Stück. Muss mal reichen. So. Da war das doch ungefähr, oder? So. Genau. Dann packen wir hier nochmal ein bisschen Sand rein. So. Hoffen wir mal, dass das jetzt reicht. Dann werde ich die in dem kurzen Zeitraffer nochmal zu festem Beton umwandeln. Wir sehen uns gleich wieder. So, jetzt haben wir ein bisschen mehr als ein Stack von dem, mehr als anderthalb Stacks von dem Concrete. Den können wir jetzt dann umwandeln zu In-Concrete. Wenn ich diesen Teil nochmal wieder finde, 8 Stück haben wir davon noch. Brauchen wir nochmal ein bisschen Eisen. Dann nehmen wir mal einen Stack. Noch ein bisschen Redstone. Und wandeln das Ganze, bauen hier nochmal ein paar von denen. Ein Stack, sehr gut. Machen wir einfach alle. Genau, und dann hast du uns halt raus In-Concrete. Reicht nur für 14 Stück mit den Teilen.
Dann nehmen wir nochmal einen Stack Redstone. Wandeln die auch nochmal alle um. So. Alter, geh weg. Mit den scheiß verbackten Dingern da. Wir regen einen auf. So, jetzt haben wir, ja gut, das wird auch nicht reichen, aber. Missing Iron und Lapis. Dann nehmen wir nochmal einen Stack Iron. Stack Lapis. Und dann Structure Block Tier 1. Haben wir die alle mal durch? Haben wir 18 Stück? Wir brauchen 24. Ja, 24 Stück. Also machen wir jetzt nochmal in Concrete. Dazu brauchen wir aber erstmal nochmal die Dinger hier. Nochmal 36 Stück in Concrete. Und dann basteln wir uns daraus wieder diese Teile hier. Ja, nochmal 6 Stück. Dann haben wir genau 24. Perfekt. Dann werden wir diese 24 20 Dinger und einmal Structure Panel auch genug. Dann brauchen wir 2 Laser Core. Laser Core sind die Dinger hier. Brauchen wir nochmal welche von den Teilen. Legen wir das hier wieder weg. Und machen nochmal hier ein bisschen Redstone, ein bisschen Eisen. Das war falsch rum, aber egal. So. Dann machen wir da nochmal welche. Los. Ah, diesen Pfeil, den vergesse ich immer hier. Wir müssen einfach alles viel schneller regeln. Dann brauchen wir noch ein bisschen Glas. Von Glas haben wir immer nicht genug. Hat er inzwischen schon wieder durchgehauen. Gut. Dann einmal Nuclear Furnace bitte. Ja, ein Uranium Ingot. Rein damit. Das können wir wieder hier in irgendeine Kiste reinhauen. Ja, das reicht schon. Unsere Zwecke. Das ist immer so gut wie immer möglichst viel durch. Am einfachsten. Dann davon haben wir jetzt nur eine. Brauchen wir nochmal eine. Genau. Und dann brauchen wir eine Laser Lens. Ja, ohne Bone Meal am besten. So funktioniert das besser. Und dann haben wir eigentlich schon alles zusammen. Sollten wir uns jetzt. Oh, warte mal. Wie war das? Genau. Shift-Rechtsklick. Linksklick. Ja doch, Rechtsklick. Aber so ein Müll zusammen. Jetzt brauchen wir einen Platz mit Sicht bis runter aufs Bedrock. Und. Ja. Wir sollten noch. Einen Stromanschluss haben. Wo pflanzen wir das Teil jetzt hin? Ich glaube, für das Teil bauen wir erstmal einen neuen Raum an. Irgendwie, weil die Kisten will ich sowieso nochmal alle umsetzen. Und spätestens, wenn es im E-System fertig ist, machen wir einfach nach hier hinten einen Durchgang. So 3x3 Blöcke. Kabel haben wir ja genug. Die können wir dann auch bis nach da hinten durchlegen. Und dann pflanzen wir das Teil einfach mal hier so mitten rein. Weil das wird nämlich 1, 2, 3. Also kommt es hier hin. So. Und weil es wird in jede Richtung 3 Blöcke groß. Also nach unten und zu jeder Seite. 1, 2, 3. Dann reißen wir das hier noch weg. So. Und 1, 2, 3. So. So. Perfekt. Und. So. Kommt das hier noch alles weg? Sehr schön. Weg damit. Und dann kommt noch der Rest hier weg. Brauchen wir auch nicht mehr. Sehr schön. Jetzt müssen wir das Ganze bloß noch 3 Blöcke nach unten unter das Teil machen. So. Ein bisschen dauern. Besonders wenn der Atomic Disassembler dann auf einmal wieder leer ist. Irgendwie in diesem Modpack frisst dieses Teil so viel Strom. Ich weiß nicht, damit, was damit los ist. Und gefühlt braucht es immer mehr Strom, je länger ich das Teil benutze. So, jetzt ist aber gleich wieder aufgeladen. Und besonders am Anfang nervig, weil man immer so ewig lang aufladen musste. Hier, den Block kann ich da nicht gebrauchen. Tut mir leid. Ich da wieder weg. So. So, so. So. Auch ein bisschen schneller gehen. 2 Blöcke nach unten müssen wir. Aber keinen dritten wie den hier. Dann müssen wir noch einmal bis zum Bedrock runter. Das stimmt zwar, aber genau an der Stelle. So, hier einmal weg, weg, weg. So. Perfekt.
auch noch. Und dann haben wir das Loch auch, wollte gerade schon sagen, gleich fertig, aber ich habe mich auf den Akkustand von meinem Atomic Disassembler geschaut. Der ist nämlich schon wieder leer. Okay, übrigens, die Kristalle sind jetzt fertig. Hier, Certus Quartz, Certus Quartz und Pure Fluid Crystal. Die können wir jetzt verarbeiten. Im ME-System dann das nächste Mal. Oder auch noch dieses Mal, ich weiß ja nicht. Dadurch, in der Rohaufnahme, hat sich mal die Zeit schon so ein, dass wir es heute noch hinbekommen könnten. Jetzt gehen wir, glaube ich, einfach mal so ein Risiko ein, was man eigentlich nicht machen sollte, aber das juckt mich jetzt auch mal einen Scheiß. So, Fackeln dabei, damit man wenigstens was sieht. Okay. Und so graben wir uns jetzt bitte einfach mal bis zum Bedrock runter. Wenn jetzt irgendwo ein Lavasee kommt, haben wir Pech gehabt. Wenn nicht, haben wir Glück gehabt. Wir haben Glück gehabt, okay. Ja, dann gehen wir jetzt hier bloß nochmal wieder hoch auf Höhe 11. Hey, Gravel. Brauchen wir nicht. 6, 7, 8, 9, 10. Ein Block noch höher. So, 11. Und von hier aus können wir uns dann jetzt F3 nach darüber graben. So. Wenn unser Atomic Disassembler jetzt bitte nicht leer gehen würde. Ach, ganz knapp. Da sehen wir schon so einen Mining-Gang. So. Und dass der auch noch so abbauen kann, ohne dass er rum hat, geht gerade so noch. Ist aushaltbar. Nur extrem langsam. So. Wenn wir ihn wieder aufladen. Ja. Okay, das reicht jetzt erstmal. Wir brauchen ihn ja jetzt eigentlich nicht mehr. Und jetzt können wir hier. Talentiert auf jeden Fall, ne? Dann bauen wir uns hier einmal raus. So. Und dann den hier weg. Und dann hier. Und dann das Ganze wieder weg. Und dann müssen wir jetzt bloß noch, so, irgendwie in die Mitte hier kommen. Ich bin froh sein, dass er nicht ganz runtergefallen ist. So, und dann können wir den ganzen Rest hier wieder abbauen. So, und dann einfach Rechtsklick gedrückt halten. Und dann baut er sich hier drinnen so ganz gechillt auf. Baut jetzt halt ein bisschen. Aber das sollte auch gleich schon fertig sein. So, fertig. War's das schon? Wie es aussieht, war's das. Wir haben auch nichts mehr im Inventar, was irgendwie empfehlen könnte. Gut, dann können wir jetzt hier oben wieder einen Boden reinziehen. Ach, machen wir mal aus Marvel, davon haben wir hier gerade was. Können wir mit Wein abbauen? Nein, kann man natürlich nicht. Aber wenn wir es zu schnell abbauen, noch ein paar weiße anderen Müll im Inventar, so machen wir es mal. Auf die langsame Art und Weise. So. Das reicht aber auch gleich schon. Ja. Allzu viel brauchen wir ja nicht für den Boden. So, gut. Einmal Marvel bitte. Und dann pflastern wir hier mal alles kurz zu. Da ist eine Fackel. Brauchen wir nicht da an der Stelle. So. Und jetzt weiß ich bloß noch nicht ganz, wie man dieses Teil hier wirklich ansteuert am Ende. So, Ypsa, den brauchen wir hier nicht. Ich denke mal, ich habe eigentlich gedacht, dass der so ganz da drin ist. Aber dann können wir wahrscheinlich einfach von der Seite ein Stromkabel hinlegen. Und dann oben drauf eine Kiste stellen. Holen wir uns erstmal das Stromkabel. So. Wo haben wir die hin? Die sollten hier noch irgendwo sein. Ja, ME-Glaskabel. Bringen wir uns jetzt aber eigentlich auch nicht weiter. Dann nehmen wir uns einfach mal hier so und ziehen uns da mal hier da einmal durch. So, jetzt kommen wir hier bloß mal wieder hoch. Auf dem Teich so stehen. Gut, dann können wir da unten das einfach weglassen. Im Boden. So. Und dann sind wir falsch. Herzlichen Glückwunsch. Ja. Jetzt brauchen wir erstmal, haben wir noch Elektrum. Elektrum haben wir. Dann brauchen wir diese Flux, Sagt
muss in die Mitte einmal so ein harten Glasdingens. Dann haben wir jetzt auch gerade nichts da, aber da können wir einfach, ich schmeiß mal das ganze Zeug aus meinem Inventar raus, vorerst. Ja. Das wird dann unsere Arbeit hier um einiges vereinfachen. So. Gut, das reicht erstmal. Dann brauchen wir einmal Obsidian Dust. Haben wir Obsidian da? Hier, Obsidian. Machen wir mal 4 und hauen die in den Pulverizer hier rein. Inzwischen fertig damit und ich habe hier glaube ich auch nochmal da 2 Obsidian, ja 2 Obsidian, das bringt uns eher weniger was, oder? Wie viel Obsidian das braucht, das Pro. Ja, 4 Obsidian das immer und dann Lead Lithium oder irgendwas. Ich nehme da am liebsten immer Lithium. Ja. Und dann hauen wir das hier einfach mal zusammen rein. Ja, da. Dann haut er es da hoffentlich ganz gut durch. Ja. Dauert halt ein bisschen. Wie immer halt, da meine Maschinen nicht so die schnellsten sind. So, und dann können wir das ja eigentlich nur noch zusammen craften. So, und dann mache ich mich nochmal auf den Weg in die Tiefen meines Stollens auf der Suche nach Redstone, Stabilized Redstone. Und hol mir da mal so viel, wie ich kriegen kann. Bis gleich. So, 3 Jahre später bin ich endlich wieder zurück von der Suche nach dem Destabilized Redstone. War echt schwer, welches zu finden. Ich habe keinen Plan, warum. Aber... jetzt kann man was decken. Intelligent auf jeden Fall. So. Ja, ich weiß nicht, warum das so schwer war, da welches zu finden. Aber ich habe es einfach nicht auf die Reihe gebracht, da jetzt auf die Schnelle was zu kriegen. Ja, und ich glaube, ich mache mir den nächsten Mal einen, Dings... Magma Crucible, dann geht es nochmal um einige schneller. Ja. Dann hauen wir das mal dahin. Das hier hin. Ups, da unten brauchen wir es nicht. So, so, so. So, so. So. Da muss ich jetzt halt noch irgendwie irgendwelche Covers drüber machen oder sowas. Was mal zu kriegen kann. So. Mal die 31 Marvel hier. Und der sollte Strom haben. 2, 1. Der tut irgendwas. Ich weiß bloß nicht, wo dem seine Items dann hinkommen. Wenn er hier irgendwas tut. Ich mache jetzt einfach mal eine Kiste oder suche mal, ob wir noch irgendwo eine Kiste haben. Wonach sah. Gut, da ist eine. Sehr schön. So, und stell die jetzt mal da drauf. Ah. Mana Infused Ore, Silver. Okay, so wie es aussieht, schmeißt er es dann einfach hier oben rein. In die Kiste, die man hier oben drauf stellt. Ja. Ich mach den ganzen Boden aufs Marble bei mir in der Base. Muss jetzt bloß nochmal schauen, gibt's eine so. Ja, nicht die Säge, die ich haben wollte, aber. Ja, müsste ich halt mal schauen. Verzaubern. Ja, man kann damit halt hoffentlich. Ich brauche halt irgendwelche so Abdeckungen dafür. So. Und der produziert jetzt hier so fröhlich Erze vor sich hin. Ist jetzt halt erst Tier 1, aber gut, das wird sich schon noch geklärt, wird sich schon noch klären. Wird noch geregelt. Dann mache ich hier mal 8 Eisen. Mache daraus eine Eisenchest. Und dann nehme ich Gold, falls wir noch welches haben. Ja, haben wir noch ausreichend. Und mache daraus eine Goldchest. Und dann können wir auch die beiden Diamanten, die ich gerade gefunden habe, Destabilized Redstone suchen, wieder verwerten und können hier... Wo habe ich denn das Glas hin? Da war doch noch was übrig, oder? Egal, nehmen wir einfach das hier. Können daraus eine Dia-Chest machen. Die größte, die es gibt, logischerweise.
Weiß gar nicht, wie machen wir eigentlich so eine Crystal Chest draus? So. Genau. Da will ich jetzt so eine Crystal Dia Chest haben. Crystal Chest. Ist zwar nicht größer, aber sieht cooler aus. Kann man so ungefähr sehen, was da drin ist. Da packe ich dann mal die ganzen Erze so rein. Und das wird sich dann hoffentlich so schön munter vor sich hin vermehren. Und wird dann halt mit der Zeit immer mehr. Je nachdem, was da halt so ankommt. Dürfte jetzt nicht so das Problem sein. Ich würde jetzt an der Stelle aber auch die Folge schon wieder beenden. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da und ein Abo. Bis dahin, lasst es dann gerne krachen und tschüss.